Neben mir steht Hartmut Hees, der Tempo Award-Gewinner 2011. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hees. Vielen Dank. Freut mich sehr. Danke. Sie arbeiten bei Husqvarna für die Husqvarna Deutschland GmbH und Sie betreuen 2000 Händler in Deutschland, eine große Menge. Wie schaffen Sie das, diese Anzahl von Händlern zu bewerkstelligen? Ja, zum einen, gut, in der Betreuung müssen wir uns darüber klar sein, betreut werden die vom Außendienst. Also da darf kein falsches Bild entstehen, betreut werden die vom Außendienst im Tagesgeschäft. Meine Aufgabe ist es bei der Husqvarna Deutschland GmbH, das Fachhändlernetz zu qualifizieren. Da sprechen wir von einer geringfügig kleineren Zahl, aber wir wollen dann eben das Fachhändlernetz in Deutschland nachhaltig qualifizieren. Okay, klar. Ja, für den Bereich Garten- und Forstwirtschaftsbau ist es auch nötig, dass man da Fachpersonal hat. Richtig. Und ist natürlich auch, Sie sind ja Temp lizenziert und vertreiben dann diese Temp-Methode eben an Ihren Händlern. Ja. Die Temp-Methode ist ja eine ganzheitliche Methode für die Unternehmensführung. Was hat sich durch diese Methode in Ihrem Bereich für Husqvarna verändert? In Veränderung konnten wir feststellen, dass genau da, wo beim Fachhandel es Ausschläge in die unteren Notenbereiche gab, also Note 6, Note 5, Note 4, dass da die Methode sehr schön aufzeigt, wo dringt das meiste Wasser ins Boot. Okay. Der nächste Schritt für unsere Händler, sehr praktikabel, sehr einfach, sehr gut auch nachzuvollziehen, auch zu bewerkstelligen. Was müssen wir tun, um uns halt eben Note für Note, Step by Step zu verbessern? Und wir können genau sehen, wo halt eben Noten schlecht ausgeprägt waren, es wurde daran gearbeitet, dann haben sich auch genau diese Noten Stück für Stück verbessert. Gehört ein bisschen Geduld zu, aber die Veränderung können wir als Lieferant sehr schön feststellen. Okay, klasse. Aber nicht genug, Herr Hees. Sie sind innovativ, Sie möchten diese Temp-Methode noch erweitern und ein fünftes Tableau hinzufügen, speziell für Ihre Händler. Richtig. Wie schaut das Ganze aus? Das schaut so aus, also wir sind ja mittlerweile richtig infiziert von Temp-Virus. Wir denken schon sehr, sehr stark in diesen Kategorien. Eins ist mir aufgefallen dabei, dass die Temp-Methode für unsere Dealer, für unsere Händler langfristig angelegt ist. Das heißt also, um da wirklich Erfolge zu sehen, muss man schon genau hingucken und auch ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen. Wir arbeiten an Menschen und Menschen verändern sich nicht, und das ist auch gut so, von heute auf morgen. Mit einem erweiterten Tableau, Temp Plus, wie wir es nennen, möchten wir ganz gerne unsere Fachhandelskriterien, die wir an den Fachhandel richten, die wir vom Fachhandel erwarten, abbilden und die halt eben auch in diesen uns bekannten 7 Handlungsfeldern darstellen. Das passt für uns 100%ig und dann halt eben auch mit den Schulnoten 6-1 versehen, sodass der Händler auch in unserem Haus mit unseren Fachhandelskriterien sich entwickeln und wachsen kann und auch sich weiter qualifizieren kann. So. Wir stellen uns sogar vor, dieses fünfte Tableau halt eben als Grundlage zu nehmen für die Konditionsfindung. Okay, klingt super interessant, super spannend. Ich bin schon sehr neugierig, wo das Ganze hinführt. Ich denke, wir werden von Ihnen nochmal hören in dieser Richtung. Ja. Dankeschön, Herr Hees. Danke, genau.